Hallo, herzlich willkommen. Durch dieses Video möchte ich das Tool WMCTRL vorstellen. WMCTRL kann den Window Manager beeinflussen und somit Fenster steuern, bewegen, vergrößern, verkleinern und so weiter. WMCTRL ist vorerst nicht verfügbar, muss also nachinstalliert werden. Dazu geht man auf Anwendung, Zubehör, klickt auf Terminal und startet GNOME Terminal. Bei Ubuntu gibt man nun folgenden Befehl ein, um das Paket zu installieren: sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen install Leerzeichen wmctrl Enter. Nun gibt man sein Passwort ein und dann wird das Paket heruntergeladen und installiert. Das geht natürlich auch mit Software Center unter Anwendung oder mit Synaptic Paketverwaltung unter System, Systemverwaltung. Welche Optionen WMCTRL mit sich bringt, erfährt man durch WMCTRL Enter. Nun ein paar Beispiele. Dazu öffne ich erstmal ein Fenster. Ich starte jetzt einfach mal den Taschenrechner. Dazu klicke ich auf Anwendungen, Zubehör, Taschenrechner. Jetzt die Beispiele. Mit der Option -M werden Informationen über den Window Manager ermittelt. Mit der Option -L listet man alle Fenster auf. Ganz vorne steht die Fenster-ID, ganz hinten steht der Fenstername. Mit der zusätzlichen Option -P wird auch noch die Prozess-ID angezeigt. Und mit der zusätzlichen Option -G wird die Geometrie ermittelt. Mit der Option -D listet man alle Desktops auf. Möchte man nun zum Beispiel, wie in diesem Fall, an dem Fenster Taschenrechner irgendwas ändern, bestimmt man erstmal das Fenster, wo man was ändern möchte, und zwar mit der Option -R, Leerzeichen, Fenstername. Oder man kann auch die Fenster-ID benutzen, dann benutzt man -I, Leerzeichen, -R, Leerzeichen, Fenster-ID. Ich benutze jetzt mal den Fensternamen Taschenrechner und ändere jetzt mal den Namen. Und zwar macht man das mit der Option -N. Leerzeichen und jetzt kommt der neue Name. So hat sich hier Taschenrechner in TR umgewandelt. Mit der Option -i ändere ich den Icon-Namen. Der Icon-Namen steht hier unten. Da steht immer noch Taschenrechner. Das ändere ich jetzt auch. Da nehme ich auch mal TR. Um beides zu verändern, den Icon-Namen und den Fensternamen, benutzt man die Option -T. Mit der Option -E ändert man den Standort des Fensters, man bewegt das Fenster und man kann die Fenstergröße ändern. Ganz am Anfang steht der Standort des Fensters, jetzt kommt die Breite, da nehme ich mal 600 Pixel und jetzt die Höhe. Hier nehme ich 300 Pixel als Beispiel. Jetzt ändere ich nochmal den Standort. Und nochmal die Breite.
und die Höhe. Das war ein bisschen zu wenig. Mit der Option minus B kann ich den Fensterstatus ändern. Ich kann das Fenster zum Beispiel maximieren, minimieren. Das tue ich jetzt auch mal. Ich maximiere das Fenster jetzt mal vertikal. Und jetzt horizontal. So, das soll es gewesen sein mit den Beispielen. Es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, die man anwenden kann. Aber das reicht erstmal für den Anfang. Gut dann. Ciao und viel Glück.